Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi. Ich begrüße euch zurück zum neuen Projekt. Naja, nicht ganz. Ja, überraschenderweise muss ich sagen, wir sind halt immer noch bei Blackout, was ich sehr, sehr gut finde. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Car. Sieht sehr komisch aus, naja, egal. Es gibt, da habe ich gesehen, gute, schöne Items im Itemshop. Aber. Nee, also ich sag mal so, ich würde es gerne zu lang, ne? Bin ich ganz early. Aber ich warte noch ein bisschen, bis die Halloween-Teile endlich da sind. Ich weiß gar nicht, kaufe 46er Hut. Wir haben sogar, glaube ich, einen 46er Hut. Genau, den Henry der Goldene. Den gibt es im Shop, oder gab es, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Aber den hätte ich mir gerne gekauft, oder würde ihn noch immer noch gerne kaufen. Aber ich sag mal so, 20 Tacken für ein Reittier ist schon echt hart, ne? Also schon echt dürftig. Ich sag mal so, sieht gut aus. Man könnte vielleicht sogar noch damit Geld machen, indem man es halt verkauft, ne? Aber naja, ich weiß ja nicht. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so findet, ne? Vielen, vielen Dank nochmal immerhin an die ganzen. Immer noch an den ganzen Kommentaren. Freue mich nach wie vor immer noch sehr dolle. Wir haben hier noch oben eine Quest. Ach, guck mal, wir können hier noch Seesterne, damit wir uns wieder gut machen. Da hatte ich recht gehabt, das ist wirklich für die neue Instanz, für die neuen Türme. Da konnten wir halt ein bisschen Geld bekommen und alles, das Ganze ist halt echt nichts Besonderes. Deswegen gehen wir einfach wieder hier hin. Fähigkeiten hätten wir kaufen können, habe ich nicht gemacht, ist ja egal. Ich hoffe mal, Pulsionkammer, Übung 1, machen wir mal fix. Und Turm. Ach so, alles klar, wir müssen. Ah, okay. Gut, dann machen wir kurz, ganz kurz, die Magiebücher. Und ja, dann sehen wir halt mal weiter, wie das dann begeht. Gut, wir haben ja natürlich jetzt nicht diesen grandiosen Buff von den Klerikern. Vielen, vielen Dank nochmal an Julian, dass er mir den gegeben hat. Bin echt überrascht, wie OP das einfach ist. Und ja, ach guck mal hier. Hallo. Schauen wir einfach mal, ne? Wie es uns denn ergeht. Wie schnell. Ja, ich habe Urlaub. Ne? Der zweite Tag ist im Gange. Ich habe noch nicht viel geschafft, was ich machen wollte. Aber ich bin immer noch nach wie vor glücklich, dass ich endlich wieder Urlaub habe. Weil ich muss sagen, die letzten Wochen waren schon sehr hart. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Viel länger als eigentlich ich hätte dürfen sollen, wie auch immer. Das ist immer bei uns auf Arbeit so eine Regelung. Man darf halt so, so viele Stunden machen, Überstunden halt. Und ja, ich bin halt eine, ich arbeite sehr, 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 sehr gerne. Und der Beruf erfüllt mich mit voller Zufriedenheit, oder wie man auch sagt. Ja, dementsprechend, ja, mache ich das halt sehr gerne. Wird halt nicht sehr, wie gesagt, sehr gerne gesehen, weil. Ja, dann kann man nämlich auch eine Abmahnung bekommen, wenn man halt einfach zu viel Überstunden macht. Dann gibt es halt einen auf dem Finger. Und ja, das möchte ich halt eigentlich umgehen, weil der Job ist halt viel zu wichtig. Und ja, schauen wir mal, wie es dann. Ach, guck mal hier, der. Ah, guck mal, da haben wir Agro sogar. Krass. Ach, guck mal, der ist ein bisschen stronger. Aber sollten wir schaffen, wir haben immer noch den Buff. Und. Ja, wir schauen mal, wir sind ja auch so gut wie Level Up. Ah, gut, das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt da hingehen. Weil wir hätten den einen, die eine Magie-Explosion uns schnappen können. Nee, genau, doch, doch, doch. Durch die eine Questreihe bei dem einen Elfen. Hätte man das machen können, ne? Aber gut, sei es drum, wir schaffen das schon so. Ja, Cover habe ich überlegt, mache ich, also will ich nach wie vor gerne machen, ne? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Also ihr merkt es schon, ich möchte halt ein bisschen mehr interagieren mit euch. Ja, hoffentlich klappt es auch, wie ich mir das so vorstelle. Das ist eine Schatzkiste. Die werden wir uns doch mal schnell snacken. Weil Pets, ja, why not? Ne? Warum unbedingt Geld ausgeben, wenn man das auch so bekommt? Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Höhlenkäbing ist, da ein rasender Käbing. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Und ja, ich gucke, ja, weil ich ja Urlaub habe, bleibe ich auch ein bisschen länger wach. Ist ja logisch. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt Spiele, nennt sich Auto Attack, das Genre Auto Attack. Sehr, sehr unter. Oh, guck mal, oh, kaputt. Oh, sehr schön. Ja, nennt sich Auto Attack, das Genre, würde ich mal sagen.
Oh, geil, geil, geil. Top. Ja, Mana dran kommen, nehmen wir einfach mit und den nehmen wir auch noch mit. Und ja, das lassen wir mal sein. Gut, schön. Das hat. Sehr gut. Ja, und ich finde es sehr, sehr interessant. Hat sonst keine Urlaub. Haha. Sonst hätte ich das gerne gemacht mit anderen, ne? Gut, wir haben Mitte der Woche und naja, es ist. Oder eher gesagt Anfang der Woche und es ist ja logisch, dass dann so gut wie gar keine ja online ist. Oh, eine S-Karte, schön. Und es gibt neues Update, neue Karten. Das ist es zum Beispiel noch nicht. Nee, das. Kommt das nicht heute? Nee, morgen kommt das. Ich glaube morgen immer. Genau, immer. Ach, die Waschmaschine ist fertig, sehr schön. Ja, immer Mittwoch kam das Update, ne? Das neueste Update. Und ja, ich denke mal, ich werde gleich kurz hingehen, das aufmachen und schnell aufhängen und dann ja weitermachen, weil ich ja, ich habe ja Bock. Ich finde halt immer, dass am Anfang zu leveln ist halt immer eine schöne Sache und macht ja auch Spaß, ne? Von daher. So, und wir haben keine neue Quest. Ja. Schnell ins Haus und wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kaufe 45er, 85er Mage Sets. Koppelzepter plus 0. Ja, ich bin auch einer. Ich kaufe ja auch immer alles. Oh, wir müssen hier gar nicht hin. Oh. Das macht ja nichts. So, die Hügel. Gehen wir mal schnell hin. Ja, neue Lehrmeister. Vielleicht können wir uns neue Fähigkeiten gönnen. Nichts dabei. Oh, das wird nachher gut. Da freue ich mich schon. Naja, immerhin zwei Stück und den Rest verkaufen wir. Gut, gut, gut. So, da können wir. Ach komm. Verbessern. Why not? Machen wir das einfach schnell, weil wir haben ja. Na komm. Wir haben ja das und plus eins, ja mal so. Wir werden ja nicht lange auf dem Item-Level bleiben und dementsprechend kann man das ja schnell machen. Sehr schön, das wollte ich hören. Rein als Trick kann man das ja immer noch in die Leiste reinlegen, Skill-Leiste. Aber das lassen wir mal. Vielleicht ist es ja sogar schon plus 3, das wäre sehr schön. Und zap, zap. Verzauberungslänge, sehr schön, das geht schon mal gut los. Dann könnten wir ja noch. Ja, Lix, warum nicht? Ja, und den Rest lassen wir erstmal einfach so stehen. Sehr schön. Plus 4. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir 14 mehr an Damage. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ich weiß gar nicht. Brennender Hügel, genau. War das. Da ist die erste Inni und würde ich gerne machen, aber. Ich hatte auch überlegt. World of Warcraft ist ja auch so ein Thema. Hätte ich ges ehrlich gesagt echt Lust drauf, aber ist halt echt die Frage, ob sich das wirklich so lohnt. Alleine, ja, weiß ich nicht, ne? Ich habe halt nicht den Freundeskreis, die so auf solche Spiele Bock haben, bin ich ganz ehrlich. Und ja, gut, mit euch könnte man das jetzt zusammen machen, wenn es jemand spielt, aktiv spielt und sagt, hey, Sebi, komm. Machtet zum Beispiel wie Jimmy, der spielt ja Final Fantasy 14 online sehr, sehr gerne. Ja, und ja, dann wurde noch vorgeschlagen, ich soll es mit Mädchen 2 versuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon darauf geantwortet hatte, aber ich kann es an dieser Stelle machen. Ich habe es ehrlich gesagt mal probiert, Mädchen 2. Es gab sehr, sehr krasse Vibes, weil ich das damals auch mal gespielt hatte. Hat sehr Spaß, also macht schon viel Spaß. Echt jetzt?
Ja, weiß ich nicht. Komm, wir können ja mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt einfach in die... in Versteck des Malone-Clans. Kommt mir irgendwie komisch vor, dass wir noch gar nicht so viele Quests haben. Aber gut, dann ist es so. Ne? Ich meine, wir haben auch keine Quest, die ich jetzt annehmen kann. Nö. Mara Pirat macht vielleicht das eine. Nein, macht keiner. Ist immer so, es macht ja auch nicht so viel Sinn, das zu machen. Und es gab ja auch kleine Mini-Bosse. Ich würde es mir wünschen, wenn es überall auf jeder Karte... Doch. Eldarin nur nicht. Ruhen. Hm. Aber so kleine Mini-Bosse. Ich finde das so, so cool. Gibt halt immer ein bisschen Loot, ne? Von daher... So, Vanilla Ice möchte gerne, dass Fino A voll gemacht wird. 209 Damage, das ist schon ordentlich. Gut, wir laufen auch. Wir laufen ja auch mit Dings rum. Mit Level 1 Equipment. Und das ist halt wirklich schlecht. Normalerweise, wir haben jetzt 67 Def. Ne, ist eigentlich lächerlich. Aber gut, wir schaffen das schon. Gut, ich würde sagen. Die erste und zweite Quest, ja Grab, nee, die erste Quest, weil Magiebücher sind halt wirklich, wirklich sehr, also ultimativ krass strong. Und ja, langsam könnten wir eigentlich auch Trübel sammeln. Ich finde halt nervig, dass Zaubergegenstände automatisch eingesammelt werden. Gut, es gibt halt wirklich krasse Teile. Also, wie hießen die nochmal? Ich weiß gar nicht. Aber wäre halt gut... Schön, wenn man das halt wirklich... Oh, da kommen halt, da hängen zwei ab. Aha. Wenn man das wirklich bei dem automatischen Pets trotzdem noch aussuchen kann. Nö. So priorisieren zum Beispiel, was man einsammeln überhaupt möchte. Das wäre zum Beispiel eine gute Idee eigentlich. Aber ob das jemals umgesetzt wird, ich denke mal, viel Arbeit ist es eigentlich nicht. Man kann das ja so als Extra-Menü so einstellen, ne? Guck mal, da haben wir sogar noch einen Unbekannten. Inventar ist voll. Oh, 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 oh. Naja, immerhin nehmen wir das mit. So. Gut, dann können wir ja auch gleich... Haben wir gleich, wenn wir Level up sind, einen neuen Inventarplatz frei. Und wir brauchen unbedingt... Na, guck mal, die kann ich auch noch skillen. Aber ich würde ehrlich gesagt, wenn wir halt mehr Def haben, ein bisschen besser durchkommen, würde ich ganz ehrlich gesagt die Magie-Explosion skillen. Nur alles andere... Macht zwar Sinn, aber naja. Achso, was ich sagen wollte, beim Autotech-Spiel machen sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch zwei Stück habe ich davon. Die sind halt auch dementsprechend auch wirklich, wirklich günstig. Und machen auch verdammt viel Spaß. Also wirklich viel Spaß. Und ja, habe ich mal überlegt, ob ich nicht mal so eins testen soll. Kann man ja ruhig mal machen. Und ja, naja. Schauen wir mal, ne? Ich finde so Spiele... Ja, unter 10 Euro, das ist immer, ja, kann man ruhig mal machen. Aber alle nur Spiele, die darüber hinausgehen, da muss man wirklich wissen, ob man wirklich Bock dazu hat. So, muss ich mal schauen. Wir brauchen, warte mal, wo ist das? Warte mal, hä? Hoch, oh. Naja. Wir brauchen noch einen Grabräuber. Wie machen wir das schnell? So mal nebenbei kann man ja mal was anderes bringen, weil ja, ich wollte eigentlich nie nur Fiesta online bringen, aber anscheinend, ja, da bin ich es anders übrig, ne? So, und wir haben auch das geschafft. Oh, da kommen wir, da Level sogar eine. Oh, 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 oh. Level Inventar ist komplett voll. Na gut, schmeißen wir das weg. Da können wir nicht schaden und... Immer noch nicht Level up. Oh, 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 oh. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir hauen noch eine um, ne, eine um und dann sollten wir das eigentlich auch geschafft haben. Ach komm, wir hätten uns gar nicht heilen brauchen, weil immer noch nicht. Na gut, dann machen wir halt noch einen. Oh, 2 XP für noch. Oh, 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 das ist aber wirklich bedauerlich. Und wir sind Level up, sehr schön. So, und wir haben 3,2 Gold bekommen. Jetzt geht's ab. Jetzt können wir wieder zurück. Zack, 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 zack.